Dem Jugendorchester und sich selbst setzte Franz Peierl ein unvergängliches Denkmal, als er im Jahr 1979 eine Schallplatte herausbrachte, bei der neben dem Orchester und den dazugehörigen Volksmusik- und Gesangsgruppen auch die Gesangsgruppe des Oberpfälzer Waldvereins Pfrensch mitwirkte. Bis nach Amerika, Australien und Kanada wurde sie als heimatlicher Gruß verschickt und fand überall begeisterte Aufnahme. Die Gründungsmitglieder, Sparkassenamtsrat Josef Hauser und der Bergbauernwirt Wastl Nickel, wurden darauf ebenfalls verewigt. Die Vielzahl an Sängerinnen und Sängern, Musik- und Gesangsgruppen führte zu einer Ausnahmestellung des Jugendorchesters und bei den Veranstaltungen zu einer einzigartigen Programmvielfalt, die, wenn überhaupt, nur sehr schwer zu überbieten ist. Beim Muttertagskonzert am 11. Mai 1969 traten neben den Volksmusik- und Volksgesangsgruppen bereits 4 Akkordeonspielgruppen mit insgesamt ca. 100 Musikanten auf, wobei viele Kinder mitwirkten, die noch nicht einmal das schulpflichtige Alter erreicht hatten. Martina Wittmann. Das ist das Publikum, die Monika Zehent. Und
Eichenauer Hackbrettmusik. Kleine Silvia mit dem Hackbrett.
Sterner gesehen, am Himmel stehen, die glänzt und funkelt hoch, so wunderschön, nach manchem Sturm und schwarzer Wetternacht, haben's hell und Feinde wieder Ohren gehabt. Nach manchem Sturm und schwarzer Wetternacht, haben's hell und Feinde wieder Ohren gehabt. Ja, am Nachtigall.
Es war die Zeit, als sich die Beatles, Roy Black, die Rolling Stones, Dravi Deutscher, Chris Andrews, Nancy Sinatra, die Beach Boys, Dave D, Dossi, Bicky, Mick and Titch die Hitparadenplätze streitig machten. Es war das Jahr 1966, als aus den Oberpfälzer Musikanten die Tanzkapelle The Rubies wurde. Unvergessen bleiben auch die regelmäßigen Tanzabende und auch Gartenfeste auf dem Bergschlössl in Weidhaus. Die Tanzkapelle The Rubies war von Mitte der 1960er bis Ende der 1970er Jahre eine der Top-Adressen in der Oberpfalz. Regelmäßige Engagements von Cham über die Nordgauhalle Nappburg bis nach Freyung, Plößberg und Tannhausen sprechen eine deutliche Sprache. Hallo.
Im Hotel- und Feriendorf St. Hubertus in Schönsee war die Band jahrelang die Hauskapelle. Schließlich blieben auch Auftritte in München und Nürnberg nicht aus. Und 1978 löste sich die Band im gegenseitigen Einvernehmen auf. Die letzte Veranstaltung war im Karlsaal beim Kuchmax in Eslohe.